Lange schon mal. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, Alex, hast du was zu sagen? Hi, und ihr lauft eigentlich sonst Zeug rum. Irre. Mal 1.000 € Schaum einfach so. Ach, hast du so ein Wrack gefunden oder was? Ja. Ah, bist du in der Höhle? Nö. Lebe noch. Ja, dass der Hund jetzt von mir abhaut, ist natürlich klar, wenn ich hier auf einmal mitten aus dem Nichts aus dem Himmel auftauche. So, was will er dafür? Dreimal. Steck hier mal ein so ein Ding weg. Hier. Wow, wo kommst du denn her? Du blödes Schwein, wortwörtlich, du Wollschweißschwein. Ich wollte gerade den Hund füttern. Arschloch. Das hat er jetzt nicht gesagt. Doch, hat er. Jetzt wird er gefiltert. Natürlich wird er gefiltert. So, wo bist du denn, Alex? Pampa. Ja, aber wo in der Pampa? Hinter, bist du durch den Wasserfall durch? Nee, nordwestlich. Ah, du bist da Pampa. oben, du bist im Dschungel. Verdammt, ich bin unten. Okay. Du kommst aber leicht hoch. Okay, nochmal modular warm halt. Und ein bisschen Kurve. Ach, ich sehe schon, du bist dadurch, wo die Bienenstöcker bei mir waren, die ganze Zeit, wo ich mich mal Genau, hochgeprügelt hatte, als ich die Höhle gefunden hatte damals. genau. Und das Schöne ist, jetzt braucht man hier eigentlich keine Rahmen mehr, keine Fundamente mehr. Jetzt geht das auch mit dem Sprungstock vernünftig. Du bist über mir, kann das sein? Ah, schöne Schnecke vom Weiten. Schön, Ja, es ist echt irre. ich bin wieder in der Höhle, deswegen. Ja, wir machen das demnächst echt so, du gehst Schnecken sammeln. Das Oh, bringt nee, nichts. Ich, allein. Ah, und nee, ich rette dich denn einfach. Echt, das ist nee, unglaublich. ich. Hast du die Folge mit der Höhle gesehen gehabt? Mit dieser großen, fetten Höhle, wo diese Wurzeln da von oben reinwachsen? Nö. Dann, oh, hier liegen Rahmen und. Das ist nämlich die Höhle, wo keine Wracks drin sind, aber die Teile überall rumliegen. Aber dafür sammle ich hier gerade Paleo-Bären, falls ich die noch zum Forschen brauche. Zum Forschen nicht, aber zum Hund füttern. Jo. Ist Ah, hier schon. sind auch nochmal Paleo-Beeren. Dann habe ich jetzt auch Richtig, welche. richtig. Ja. Dann würde ich vorschlagen, geh doch mal bitte ganz nach Westen zur Küste rüber. Dann hole ich dich da ab und dann zeige ich dir mal die Höhle. Weil die sieht wirklich imposant aus, kann man echt nicht anders sagen. Oh, was ist das denn? Oh, da ist noch eine Schnecke. Hoho. An Ja, die komme ich auch leicht daran. ich glaube, ich sehe meine erste Schnecke. Sehr gut. Sehr gut. Das sind Bienchen. Also, ich bin jetzt bei unseren nicht Raffinerien, Ölpumpen dran, damit du schon mal weißt. Die einigermaßen So. die Richtung so. So, Und hier hier ist muss ich noch mich wieder aber. Schnecke. Oh, hier komme ich sogar, glaube ich, so Paleobären. ran, oder? Kann das sein? Oh ja, hier komme ich sogar ran. Ah, verdammt! Wenn man nicht an ihm springt, kommt man da gut ran. So. Hier So. leuchtet. Ah, verdammt. Falsche Dritt. So. Ah, nein, nicht runterfallen. So, jetzt nochmal hier. Ich kann hier echt nicht hochspringen. Was ist hier los? Jetzt. Na, noch ein Stückchen. Ein Dschungel muss ja echt aufpassen, manchmal sind hier so Ritzen. Ja, das ist ein bisschen tricky hier. Hallo So, jetzt mal. Schnecke. Ja, Tito. Oh, jetzt. Oh. Grüne. Zack.
Ah, du hattest oh nein, auch. Nein. Schmeiß mich runter, Genau in dem Moment, wo ich ein bisschen daneben trete und fast am runterfallen bin, sagst du, oh nein, nein, ich wollte es genau so. Oh nein. Sehen. Oh nee. Bist du dort? Gut. Ja. Oh. Wie komme ich jetzt da hoch? Ist richtig schön vom Berg runtergeschoben. Wie bist du überhaupt da hochgekommen, verdammt? Ich bin nicht deinen Weg hochgelaufen, sondern rechts daneben den Zugang. Naja. Ich lieg dir mal rum. Heute darfst du mich mal retten. Ja, ich muss bloß gucken, wie ich da hinkomme jetzt. Ach, du bist über die Rampe gelaufen, kann es sein? Nein, rechts davon. Rechts von der Rampe, aber rechts von der Rampe ist doch nichts. Da ging es auch hoch. Also links von der Rampe, nicht rechts von der Rampe. Rechts von der Rampe, also ich bin nicht rechts, also du hast ja die Rampe da hochgebaut. Nicht diesen Gang rein, sondern rechts. Ja. Nein, ich meinte jetzt die Ölrampe, sorry. Nein. In der Richtung, wo ich dich mal gerettet hatte, wo ich dich frei gesägt habe. Bist du da unten durch eine Höhle durch? Nee, ne? Nein. Okay. Wie zur Hölle kommt ich da hoch? Schon mal nicht hier lang. Über mir ging. Ja, ja, ich glaube, ich weiß, wo es lang ging. Ja, warte. Sieht aus, als ob du über mir Kabel entlang gehen. Was? Ich hab keine Kabel gelegt. Das sind hier zwei Schnecken, es lohnt sich, mich abzuholen. Das sowieso, also auch ohne die Schnecken. Und hier gibt's nochmal so ein Ei? Ah ja, ich weiß, was du meinst, hä? Ja, ja. Stimmt, das war irgendwo da hinten. Da hinten bin ich dann hochgelaufen, genau. Irgendwo da war das. Da war dann, glaube ich, auch dieser Zugang. Nee, das war's nicht. Nee, das war der Höhlenzugang, was ich meinte mit den Bienen. Oh Gott, mal gucken, ob ich dich finde. Ja, also hier ist so ein Feuerspucker, zwei Bienennester. Ah, die sind ja keine Probleme. Problem ist eher, nicht runterzufallen. Da musst du dich runterbauen. sehe ich da eine Violette? Nee. Ach, die Rampe. Ach, dann bist du ja schon in der Höhle gewesen eigentlich, wenn du diese lange Rampe in der Höhle hochgelaufen bist. Da bin ich mal lang, als ich gerettet habe. Wenn du die gemeint hast, ja, da war ich schon mal. Okay. Und hier ist unten noch ein Frack. Also das muss ich. Bist du gerade diese Rampe auch hochgelaufen, als du dahin gelaufen bist, wo du jetzt bist? Nein. Okay. Genau das, was ich meine, da bin ich hier nicht lang. Okay, weil die habe ich nämlich so gebaut, dass die bis nach oben führt, deswegen. So, du musst Richtung Osten latschen, ne? Jein, ich muss erstmal kurz hier rum um den Felsen und jetzt laufe ich hier die Erdrampe hoch, also die natürliche Rampe hoch. Aha, hier geht ein Kabel drüber. Was? Ja, also entweder ist es hier Clipping-Fehler, auf jeden Fall geht hier ein Kabel oder sowas lang. Was haben wir denn hier noch? Kriterium. Ich mach dir ein Bild, das schicke ich dir. Du, ich sehe es ja dann gleich, wenn ich dich gefunden habe. Also ich bin jetzt im Dschungel drin, der in der Schlucht ist. Jo, da ist eine Schlucht, das stimmt, da liege ich drin rum. Okay. Oh! Den Pilz nehme ich noch mit hier. Und den Wollschwein zerschlage ich auch noch. Und sein Kumpel auch. Zwei Schläge tot, das ist so geil mit dem Basher. Aber hier bist du definitiv nicht lang gelaufen, würde ich behaupten. Sonst würden hier nicht überall noch Pilze stehen. Alter, das ist ein riesen Höhlenkomplex. Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe mich ja schon verlaufen, Alex. Und ich sehe was Violettes leuchten hier. Lass mich ran, dann gib mir die Schnecke, gib mir die violette Schnecke, gib sie mir. Mist, ich komme nicht ran. Das sind so eine brüchigen Felsen, die müsste man wegsprengen können, denke ich schon fast. Und dann kommt man halt an diese Schnecken ran, die da drunter sind. Ja, so ein Grabgerät, und die einfach alles weg. ja, oder was zum Graben, das wäre auch nicht schlecht. So ein Presslufthammer sozusagen. Mhm. Aber ich denke mal, das wird bestimmt gelöst werden durch diese per Fernzündung zündbaren Granaten, die man da schmeißt. Dafür braucht man ja wieder Sulfat. Mhm. Oder war das Salpeter? Ich glaube, Sulfat war das, was wir hier ab und zu mal finden. Ein paar Nüsse. So, dann laufe ich jetzt mal hier hoch, weil das geht mehr so in deine Richtung dann. Was bist du? Du bist Kalkstein, aber ohne Knotenpunkt.
Ah, hier ist ein Walker. Hier ist so ein Schwein. Nicht mehr lange. Komm her hier. Oh, Sphäre gefunden. Wo ist das Vieh? Ja, los, komm her hier. Komm, greif mich an. Komm, raus aus dem Busch. Nicht? Kein Bock mehr? Gut, nehme ich die Sphäre noch mit. Zack. Und dann jetzt weiter in die Richtung, wo ungefähr Alex liegen müsste. Mhm. Ah, hier sind abgeerntete Paleobeeren, also bin ich dir auf der Spur. Ja. Ah, jetzt muss ich übers Sachte runterkommen. Aber und oben auf dem Plateau war die Schnecke. Toll, jetzt bin ich runtergesprungen. Richtung Westen. Ja. Richtung Westen? Ah, ich sehe dich. Ja, da wo ich gerade hergekommen bin, ja. Pass auf, ja. Da war so ein Feuertier, mal sehen. So. Siehst du, Alex, so geht das. Viel, ja, viel schneller. Da kommt er. Aber ich krieg dich ja noch hoch. So, komm her, du Mistvieh. Au. Stirb, stirb! Stirb bitte. Und dein kleiner Bruder auch. Danke. Ah. Hallo. Feste drauf da. So, wo sind seine Organe? Hier sind seine Organe. Oh, da oben ist noch eine Sphäre. Ja, hab ich doch gesagt. Und hier ist ein Frack. Ja, bei den Bienchen. Gleich. Ich hab jetzt erstmal ein paar Bienchen hier am Sack. Okay, das klang gerade total verkehrt. Aber lustig, ich glaube, hier war letztes Mal schon eine Sphäre, die ich noch geholt hatte. Sind das vielleicht so eine richtige Spawn-Punkte? Wow. Keine Ahnung. So, sammeln wir das Ding erstmal ein. Dann werde ich noch ein paar Nüsse fressen und dann können wir wieder gemeinsam walken. Ach, da sind meine Nüsse. Oh Gott. Ich dachte schon, ich habe keine mehr. So. Dann hätte ich jetzt gerne wieder mein Schwert. Sticken wir die Geschichte noch hier. Huch. Abreißen, 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 abreißen. Ich höre doch hier schon wieder eine Wespe. Nein, falsch. Ah! Jetzt. So. Da hinten ist der Alex. Okay. Gehen wir mal zum Alex rüber. So. Wo hast du jetzt hier eine Schnecke gesehen? Oben. Ja, wo oben? Oh, jetzt halt aber still, du Mistvieh. So. Oh, hallöchen Motoren. Ja, hier ist ein Sack. Ja. Und was brauchen wir zum Öffnen? Ja, oben, ich war noch nicht, weil da Bienchen und so ist. Achso. Hm? Na denn? Weil erst die Arbeit, dann ist verbunden, kennst du doch. Jojo. Gehen wir mal gucken. Hier hinten geht's hoch, da brauchen wir uns nicht hochbauen. Bist du hier hochgekommen? Ist ja normal. Ich gehe immer erstmal an der Seite gucken, ob da irgendwie ein Plateau hochführt. Ja. Da, siehst du? Vorsicht, Biene. Biene ist weg. In case Industrial Beam, sehr schön. Legt da mal ein bisschen Draht rum, genau. Hier hinter ist nicht schneller, nee. Ja, und in der Höhle, die ich meinte, da lag überall unten Zeugs rum. Benötigt Batterien, ja. Können wir gerade so ein Ausrüstungsding bauen? So ein Craft-Teil? Ich guck mal, ob ich dafür alles da habe. Werkbank? Okay. Nee, brauchen wir Stangen und Platten. Haben wir wieder noch dabei, wa? Nee, haben wir nicht. Stangen und Platten müssten wir uns unbedingt mal merken, dass wir davon mal einen Satz drin haben. Ich guck mal, hab ich Stangen und Platten? Nein. Keine Platten? Nein, Stangen ja, Platten nein. Schade. Na gut, dann markiere ich das hier. 53 MW war das, ne? Ja. MWH. So. Zack. So, und zwar, wenn du Richtung Osten Plateau guckst, da hast du Schnecken. Richtung Osten, 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 Osten ist hinter uns. Nee, Süden meine ich. Achso. Ach, da oben, ja, die sehe ich, stimmt. Und, genau. Was noch? Und dann, hier oben, muss ich mal gucken. Das wird wehtun, Alex. Na ja. Und dann... Ach, da hinten. Zwei sogar. Ach. Zwei? Drei? Alter! Okay. Fangen wir mit. Warte mal, da hinten sich dann auch eine. Die Höhle da jetzt hinten im Gang. Oder? Da leuchtet doch noch irgendwas. Okay. Ich würde sagen, wir fangen da oben an. Weil da bloß eine ist.
Okay, ob ich da hochgelaufen komme? Bestimmt, oder? Ah, wir haben wohl unseren Kumpel. Ah, das sieht gut aus. Ich glaube, kriegt er dran, ja. Ach, verdammt, das war falsch. So und. Ach, Mann! So. Nein! Boah, Alter! So. Ich glaube, die Schnecke. Ja, die Schnecke krieg ich so. Das ganze Ding, eine lila Schnecke haben wir hier auch noch. Boah, geil. Also, das ganze Ding hängt voll. So, du kleiner Mistkäfer, du komm her hier. Jetzt brauchst du ohne wegrennen. Stirb! So, jetzt gib mir die Schnecke. Zack. Eine grüne. Ich sehe schon die nächste. Alter, das Ding hier ist voll mit Schnecken. Ja, deswegen bin ich hier reingelaufen. Das habe ich genau gewusst. Oh, da komme ich auch rübergelaufen. Ich muss nicht bauen. Das ist geil. Das ist so geil. Oh, ich habe noch einen Wrack. Oh! Scheiße. Ich kann sogar öffnen. Geil. Brauche ich nur ein Cast Industrial Beam und da ist eine Festplatte drinne, die ist jetzt meine. So, fertig. Mal gucken, ob ich hier noch ein paar Platten finde. Ach, das Ding hatte ich sogar schon mal markiert. Bei meiner Erkundungstour hier. Okay. Ja. Dann dürfte ich auch eigentlich kein Schrott mehr rumliegen, theoretisch. Nun, hier habe ich alles fleißig eingesammelt. Okay, so. Ich wollte jetzt eigentlich hier rüber. Um dann da diesen Übergang zu nehmen. Genau. Genau. Zack. Boah, schon voll Moos bewachsen hier. Da ist zwar eine Biene und noch eine Biene, aber das ist mir egal. Stirb, stirb. Du auch. Und du auch. Und deine Mutter ebenso. Boah, die tun weh langsam. Bären fressen hier. Ja, es war so klar. Das ist so, als wenn du mit einem Baseballschläger auf eine Mücke schlägst, weißt du? Ey, sag mal. So, geht doch. So. Und eine gelbe Elektroschnecke ist es. Sehr schön, dann hat sich das ja schon richtig ausgezahlt hier. Oh, und jetzt mit dem Jetpack einfach rüberfliegen, das wäre so toll. Ah, ich sehe, wo du dich hochbaust, sehr gut. Dann... Ja, ich musste nämlich erstmal mal meine Stelzen ab- und anlegen. Ah, schon wieder? Ah. Ja, damit ich überhaupt hier hochkomme. Ah. Weil ich gerade gemerkt habe, irgendwie ging das Springen vorhin leichter. Ja. Oh. Ja, musst du jetzt leider jedes Mal dran denken. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass du halt hier Gastspieler sozusagen bist, während ich halt der Admin sozusagen bin. Mhm. Finde ich ein bisschen schade, aber wird hoffentlich noch gefixt mit der Zeit. So, dann komme ich mal zu dir rüber geschlängelt, quer durch den Dschungel hier. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob die Early Access Version, die wir jetzt gerade spielen, noch genau die ist, die wir das letzte Mal gespielt haben, oder ob das doch schon ein kleines Fix-Update gab, so ein kleinen Patch. Muss ja. So, warte mal, mach mal weg die Knappe. Nee, warte mal. Kann ich das irgendwie hier reinziehen? So. Komm her, ihr Kleiner. Ja, guck mal. Ja! Friss. Und jetzt lässt er streicheln. Okay, man sieht nicht, dass ich ihn streichel, aber... Es sieht so aus, als ob er was gefunden hat. Hä? Hä? Ich hab den gezähmt. Glaube ich. Okay. Und jetzt? Kommt der jetzt mit? Der folgt mir. Ja, lol. Cool. Okay. Und
Bringt der mir jetzt auch Sachen, oder? Ich nehme den jetzt erstmal mit. Ich habe mir jetzt erstmal 10 Paleobären ins Inventar gelegt. Und damit ist unser erstes Tier gezähmt. Und der steht immer da, drücke E, um zu sehen, ob der Echsenhund etwas gefunden hat. Achso, da muss ich ihm die gar nicht geben, die Paleobären, verstehe. Na, kommst du mit? Ja, so ist fein. So, siehst du auf meiner Position noch irgendeinen, die noch nie ist? Wer habe ich jetzt noch? Jetzt müsste ich wissen, in welche Richtung du guckst, weil, warte mal, da ist noch eins oben drauf. Hier oben drauf? Ja, also oben auf diesen, Steinbrückending da. Okay, gut, dann... Also ich sehe dein Lichtkegel. Du müsstest dich weiter rüber bauen, sozusagen. Kann mal gucken, ob ich dir von Weitem helfen kann. Ah, nee. Boah, wie das aussieht, alter Schwede. Ja, gucken wir mal, das soll ja nicht runterfallen. Boah, Alter. Boah, wo bist du denn jetzt? Nicht, dass ich jetzt versehentlich das falsche Ding abreiße. Und du dann runterfällst. Nee, hä? Nee, guck mal, wo ich gerade hier rumkrauche, ey. Ja, ich würde es gerne. Ich stehe genau unter dir, deswegen kriege ich keine richtige Richtungsangabe. Ich muss mal ein bisschen weiter weggehen. Oben drauf? Ja, wenn ich genau über dir stehe, dann bist du überall zu sehen, weißt du? Ach, du stehst über mir, genau über mir. Nee, hä? Und ich hol gleich noch die vierte. Aha! Ah, sehr schön. Was ist los? Na, Kleiner, hast du was für gefunden? Nee, noch nicht. Ich frag mich jetzt nur, ob ich den regelmäßig füttern muss. Oder nicht. Muss ich ihm vielleicht eine hinlegen? Hier, friss. Da. Nimm. Wie nennen wir ihn? Furzke. Was, Fatzke? Furzkopf. Furzkopf? Nee, ist ein Hummerkopf. Nee, ein Hummerarsch. Ah, der hat ja 4 Augen, das sehe ich jetzt erst. Oh, der freut sich richtig, der will spielen. Lol. Oh. Ich habe ein neues Haustier. Ja, was macht das andere Herrchen da hinten? Hm? Ach, du Dummsinn im Kopf, ne? Ja. Ja, balancieren. Okay. Jetzt ist die Frage, soll ich mich jetzt auch da hochbauen zu dir oder sieht es da oben eher weniger gut aus? Guck mal da. Was wo? Da ist. Ich muss echt weiter weggehen, tut mir leid. Weil wenn ich direkt unter dir stehe. Ach, da hinten. Okay, warte. Ich guck mal, ob da was ist, ja. Ja, ich sehe schon die Stelle, die du meinst. Ich laufe zum Plateau erstmal wieder hoch. Damit ich da hinkomme. Hund? Okay, der Hund folgt mir, der ist bloß Arschlarm. Nee. Ja, weil ich die Stelzen anhabe. Da bin ich natürlich deutlich schneller, als der Hund wahrscheinlich programmiert wurde. Ah, nein! Nicht wieder runterfallen, nein! Nicht wieder sterben! Du hast dich nach Hause gebeamt. Er hat einen Links gekündigt. Oh. Okay. So eine Scheiße. Wirst du den Weg finden oder soll ich mich hochbauen und dein Zeugs holen? Es müsste unten am Boden mitliegen. Ach, du bist komplett die Schlucht runtergefallen. Ja. Okay, dann gehe ich mal gucken. Na, meine Kiste sehe ich, es zeigt er mir ja. Ich würde jetzt einfach mal dem Weg folgen. Ich muss mal gucken, ob ich da selber rankomme. Jetzt ist die Kiste verschwunden. Hä? Ah, die Kiste ist genau neben deinem Turm, der gebaut wurde. Ich bin runtergefallen. Ja, ich wollte quasi und durch das Versuchen mich. Oh nee. Naja, den weitesten Weg schaffst du ja schon über die Ölrampe. Ja, nur dass ich vorher links abbiegen werde, denn die Richtung müsste mal gelaufen sein. Und zwar über das Kohleberg. Ah. Da müsste ich theoretisch hoch. Ich baue nur schon mal deinen Turm ab, damit der Beton für dich dann zur Verfügung steht. Ja. Und ich glaube, ich habe unseren Hund verloren. Nein. Ja, der ist weg. Bin ich so schnell gerannt. Schade. Aber gut zu wissen, dass das funktioniert. Es musste halt nur das richtige Material sein, womit man ihn füttert.
Oder generell hinlegen, damit das frisst. So rum, genau. Ich hab's nicht bloß immer hingehalten, weil ich dachte, er frisst es mir aus der Hand. Du bist jetzt halt von Essen toll. Boah, Alter Schwede. Ist das viel. So. Ach, da ist ja der Hund. Hallöchen. Hast du bloß den Weg nicht gefunden, wa? Hast du irgendwas... Nee, hat nichts mitgebracht. Bring mir Schnecken. Los! Und lass mich raten, bei Vollrelease brauchst du eine Alexa-Software, um den Hund wirklich Befehle zu geben. Ja gut, ich halte mich einfach mal in der Nähe von deiner Truhe auf, ja? Und guck mich mal so noch ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja per Jump and Run noch irgendwas. War jetzt auf dem Plateau noch inne? Bin ich mehr da gewesen, weil ich erstmal zurückgekommen bin, weil ich dachte, du lebst noch. Nee. Ja, da war ich, also durch die Schnellsten bin ich jetzt so schnell, hm? Durch die Schnellsten bin ich jetzt so schnell. Oh, schön, schon lange kein Versprecher mehr gehabt. Ja. Bin ich jetzt so schon schnell da gewesen? Da war schon zu spät, bis ich hier gereilt habe, dass du wirklich gestorben bist. Und bis es dann noch von meinem Gehirn verarbeitet wurde, die Informationen, da war ich schon längst da. So, ich sehe gleich noch eine Schnecke. Oh. Warum kann ich mich jetzt hier nicht hochbauen? Dann mach das so. Oh, nun. So, das sieht doch gut aus hier. Gucken, ob hier oben irgendwas ist. Sieht aber schlecht aus, oder? Oh. Oh, tut mir leid, Hund. Hier kommst du nicht hoch. Ich würde lachen, wenn er jetzt einfach die Wand hochkrabbelt wie Spider-Man. Ups, ein Ruckler. Hm. Na gut, dann ist hier halt nichts. Aber grundsätzlich mal ein schöner Ausbeuter an Schnecken gewesen. Ja, gleich 4 Stück. Ja. Super, schon geil, aber. Und jetzt hast du dich auch mal hochgekrepelt, was ich die ganze Zeit mal gemacht habe, wenn ich auf Tour gegangen bin. Hm. Jetzt weißt du mal, wie das ist. Ich weiß, wie das ist. Ich sag's mal. Ich denke, es wäre sogar doch noch effektiver, wenn wir jetzt doch dann anfangen, wieder zu zweit rumzulaufen. Weil dann könnte ich zum Beispiel hochspringen und du baust die großen Fundamente. Ja. Das, was wir da damals schon gemacht hatten. Ja. Und ich habe ja auch noch den Scanner dabei. Dementsprechend sind wir da ein bisschen schneller. Apropos Scanner. So, jetzt bin ich ja nur noch im Dschungel. Ich muss also eigentlich gar nicht so weit weg sein. Okay. Ich hoffe nur, dass mich jetzt hier kein Tigergetier findet. Von der Umwelt mal so. Was ist das für ein reißendes Ströme? Na Hund, hilfst du mit oder nicht? Also hier ist definitiv noch eine Schnecke in der Nähe von deiner Kiste. Schön. Oh nein. Nein. Gleich 3. Lass mich in Frieden, bitte. Du weißt aber, dass du rennen kannst, ne? Ja, ich renne. Ich bin jetzt ins Wasser. Ach, das ist echt verkotztes Viehzeug. Oh Mann. Also nicht, dass du dich wunderst, dein Turm ist schon weg, ja. Nicht, dass du den jetzt gerade suchst. Nein. Gut. Ja, der schönste Clipping-Fehler der Welt. Ja. Ich will jetzt auch so ungern hier weglaufen, nicht, dass ich den Weg auch nicht mehr zurückfinde. Ja, ich würde vorschlagen, passt mein Inventar in dein Inventar noch rein? Muss ich gleich mal gucken, ich bin mich auch gerade beim Hochbauen, weil ich glaube zu wissen, wo hier die Schnecke liegt, die mir gerade per Scanner angezeigt wurde. Ich komme hier auch nicht hoch. Oh, nee.
Oh nee, der läuft ja im Wasser. Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Aber jetzt schwimmt doch. Oh, Herrschaftszeiten, wie hoch ist denn das hier? Ernsthaft? Ernsthaft? Ah, da oben. Ah, ich hab sie. Ja, die waren ja auf der anderen Seite von deinem Turm sozusagen. Mhm. Ist nochmal eine grüne. So, die Folge ist theoretisch schon zu Ende, aber die Schnecke holen wir jetzt noch. Ja. Und dann baue ich mich wieder runter und gucke, ob dein Inventar in mein Inventar reinpasst. Und wenn nein, was dann liegen gelassen werden kann zur Not. Blütenblätter brauchen wir nicht, ne? Wie bitte was? Blütenblätter brauchen wir die? Nur für die Farbpistole, die wir noch nicht mal ausprobiert haben. Ich wische aber auch alle in Mellen hier. So. Oh, Alter, oh, Junge, Alter. So. Noch mehr Viehzeug. So, ja, mach weiter, räum mir den Weg frei. Ja, jetzt sehe ich hier so ein komisches Pflanzerei, hier ist ein Hund, aha. Ich will eigentlich bloß noch weg hier. Ja, lass mich nicht. Ja, die Hunde sind ja friedlich, die tun ja nichts. Ja, ja, aber die. Oh nee, Feuerteufel. Ich drehe durch. Und du hast keine Waffe, wa? Nein, ich hab nicht. Dann lauf, Faust, lauf. Boah, es geht so auf die Augen, vom Monitor zu gucken, wenn man sich runterbaut. Wie, bin ich schon unten? Nee. Kohle rein. Hier war das irgendwo. Genau hier. Oh, nee, nee. Ich sehe gut. Aber ist ja definitiv nochmal ein Argument mehr, Jetpack. Aber dazu mussten wir ja erstmal warten, bis hier noch schwere Rahmen da sind. Ich hoffe, die sind jetzt fertig, wenn wir gleich wiederkommen. Ich habe gleich das nächste Rad gefunden. Oh, sehr schön. Hast du noch Signalisatoren? Nee, hast du nicht. Die liegen hier, stimmt. Die hast du jetzt alle, ja. Die liegen noch hier. Ja, nur Schmidt, ich wollte jetzt gerade Richtung Osten weiterlaufen. Und da laufe ich dann aber quasi in so eine Ding, wo ich Gas mache. Ich laufe nach Hause. Ja, mach das. Ich gucke gleich ins Inventar. Kann sich nur um Stunden handeln, bis ich mich runtergebaut habe. Oh, zum Glück kann ich ja über den zweiten Monitor gucken. Es geht so auf die Augen, da drauf zu starren, wenn es immer so am Glühen ist beim Abbauen. Ja. Tut mir leid für die Zuschauer. So, unten angekommen. Ah, Wuffi steht auch wieder hier, ganz brav und fein. Ich bin echt gespannt, ob ich ihn jetzt nie wieder loswerde. Ah, hier ist irgendwo noch eine Schnecke in der Nähe. Das gibt's doch nicht, ey. So, Schraubenkammers decken. Beams nehmen wir mit. Oh, Schwefel rein habe ich wohl. Hatten wir schon Schwefel? Bisschen was haben wir denn mit? Oder ist es sogar ein Knotenpunkt? Das wäre noch geiler. Leider nicht. Okay. Du, ich glaube, ich krieg alles mit. Gut, ich werde mal. Ja, ich habe dein komplettes Inventar dabei. Cool. Jo, oh, muss ich nee. Muss ich bloß mal wieder nach Hause kommen. Ich raste aus, die umzingeln mich hier. Die. Nochmal Schwefel. Oh. Ich würde ja sagen, zur Not lass dich töten und beam dich nach Hause, aber wenn es jetzt um den Schwefel geht, dann ist das natürlich doof, ne? So, was ist das hier eigentlich? Kupfer, oder? Ja, Kupfer rein. Ich bin jetzt echt gespannt, ob uns der Hund nach Hause folgt, wenn ich jetzt hier so schnell nach Hause laufe. Oh. Boah, das ruckelt ständig hier. Was ist denn los? Was liegt da? Hallo, Hundi. Manchmal wünsche ich mir auch so ein Fernrohr. So, wie mache ich das jetzt hier? Einfach. Ah, du hast den Sepper nicht genommen, ne? Der Sepper war ja das Abbauwerkzeug. Die erste Waffe überhaupt, die wir hatten. Na? Der liegt noch zu Hause. Oh. Lol. Ich laufe nach Hause. Lurch in Höhle und sehe gleich eine Schnecke.
Oh, und diese kleinen Krabbelfiecher, die jetzt auch Organe fallen lassen, laut Infos, oder? Ja, die lassen Organe fallen jetzt. Stimmt, das hatte ich noch in den Updates gelesen. Wie hast du das gemacht mit diesem Hund? Hast du da einfach das Futter auf den Boden geworfen? Ja, auf den Boden geworfen und dann bin ich rangegangen an ihn, wenn er gefressen hat, und hab dann E gedrückt. Also dieses E-Drücken zum Streicheln, was da sonst immer stand. Ja. Okay, und er frisst. Geil. Ja, und jetzt kannst du rangehen an ihn und gucken, ob er schon was gefunden hat. Oh, cool. Ja, und er freut sich auch richtig, wa? Ist total nice. So, wie nehme ich das zu mir? Er hat noch nichts, er hat noch nichts. Sein Inventar, ist das, sein Inventar ist das ganz links, neben deinem Inventar sozusagen. Du siehst, das, das Große ist deins und das Kleine ist seins. Oh, da fällt mir. So, noch eine gelbe Schnecke. Aua, wer sticht mich hier? Komm her, du Misty. Oh. Gelbe Schnecke hier noch. Da fällt mir, ist ja krasse Scheiße. Ja, wo ist meiner eigentlich hin? Ich hoffe, der lebt noch. wieder Bienen hier. So, sterbt und bleibt so, liegen. Ein Frack hier gefunden. Oh, sehr schön. Ich hoffe, ich finde dich jetzt mal auf die Schnelle, aber ich glaube nicht. Oh. Motoren. Computer 8 Stück. Oh, wow. Nice, nice. Immer sag ein, das Zeug. Immer sag ein. Oh, hallo Freunde. 50. Oh, nice. Wenn man schon richtig im Vollspeed drinne ist mit den Stelzen und man getroffen wird von diesen Spuckern, dann wird man nicht mehr zurückgeworfen. Aha. Dann kann man richtig da wie so ein Berserker durchheizen. So, jetzt muss ich aber wieder Bären fressen hier, sonst wird das nix. So. Und zack. Gut. Ich kenne Runde Gassi. Genau, gehen wir eine Runde Gassi. Ach, das ist das Wrack hinterm Kohle. Müsste ja eigentlich einen Signalisator dran haben, ne? Mir ist gerade aber eben nicht abgefallen. Okay. Ja. Also ich bin in der Nähe von Kohle. Ich hoffe, ich finde jetzt hier gerade so einen Weg nach... Oh, ich sehe noch eine Schnecke. Ist gut. So, muss ich bloß aufpassen, weil ich habe hier noch so einen Spucker gesehen. Den würde ich gerne zuerst noch erledigen. Da ist er. Oh, sogar ein großer ist das. So, wo ist mein Hund? Ja, der ist nicht so schnell. Ich bin echt gespannt, ob meiner irgendwann den Weg nach Hause findet zu uns. Weil ich laufe ja hier im Zickzack bis zum geht nicht mehr. Aber wird mich echt. Der läuft. der macht. Der ist auch auf dem Vorderbein bei mir. Was? Lol. So. Ah, siehst du, ich brauche mich nicht mal hochzubauen hier. Cool. Na komm, Kumpel. Mach weiter, das wird doch gut. Und noch eine gelbe Schnecke, geil. Ah! So, ja, geil, ich komme jetzt mehr oder weniger zur Kohle. Muss aber durch ein Giftfeld durch, wenn ich das richtig sehe. Scheiße. Ist komplett verseucht. Da lauf ich nicht durch. Der backt fest übrigens auf dem. Auf dem Förderband, ja? Ja. Ah, schade. So, komm ich hier irgendwie schon wie lang? Weil ich würde sagen, dann treffen wir uns einfach zu Hause, wa? Ja, dann, bin auf dem Weg. Ja, ich meine, wir könnten ja dann erstmal gleich nochmal offscreen gucken, wie der Produktionsstand ist. Wenn es uns noch nicht langt, dann könnten wir ja mal hinter der Kohle gucken gehen. Und dann auch gleich mal noch die Wracks da abstauben. Diese 50 Megawatt, wie hauen die das hin? Machen wir das mit Batterien oder wie machen wir das? Oh, ich sehe noch eine Schnecke, ich werde bekloppt. Was bringt denn eine Batterie eigentlich hier? Ich glaube 50, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ist die dann verloren? Ich hoffe nicht, aber bisher war es immer so, wenn du Sachen reingestempelt hast, dann sind die verloren gegangen. Ja. Aber auf der anderen Seite bedenke, dass uns die Alternativrezepte echt Vorteile bringen, ne? Mhm. Obwohl, ich würde es natürlich noch besser finden, wenn auf Festplatten noch irgendwelche Blueprints sind für Gebäude. Mhm. So, die eine Schnecke noch hier und dann mache ich die Aufnahme zu Ende. Mhm. So. Schon mal noch dran? Nee. Jetzt aber. Immer hüpf. Noch eine grüne einstecken hier. Sehr schön. Sehe ich noch inne?
Juti. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr wollt, mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.